Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wodwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige. NZZ Akzent. Diese Nachricht haben viele Menschen auf der einen Seite irgendwie ein bisschen erwartet, aber wenn sie dann kommt, dann hat sie doch nochmal eine besondere faktische Kraft vielleicht auch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung der Tagesschau. President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. Anlass ist der Rückzug von US-Präsident Joe Biden. Sonntagabend unserer Zeit hat Joe Biden, also gestern Abend, bekannt gegeben, dass er sich aus dem Wahlkampf in den USA zurückzieht. Peter Rajoni, du bist unser Auslandschef. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht warst du überhaupt noch? Also 1 gar nicht überrascht und 10 total überrascht. 3 vielleicht? Also nicht so wirklich mehr? Nein, es war ja nur die Frage des Zeitpunkts. Wir haben das jetzt die ganze Woche eigentlich erwartet, diesen Schritt, weil es ging nur noch bergab mit den Chancen und der Druck stieg jeden Tag auf Joe Biden und es war einfach gar nicht mehr vorstellbar, dass er diesen Wahlkampf noch schafft und vor allem dann die nächsten 4 Jahre schafft. Es ist ja eine überwältigende Mehrheit gemäß Umfragen der amerikanischen Bürger, ist überzeugt, dass er das nicht mehr schafft, 4 Jahre lang. Nach diesen Bildern, die man in den letzten Wochen von ihm gesehen hat. Darum war das eigentlich wirklich eine Notwendigkeit, der Schritt, und nur noch eine Frage der Zeit. Er hat sich dagegen gewehrt. Noch am Wochenende hat er ja Statements verbreitet, dass er auf keinen Fall weggeht. Das war wirklich schon jetzt, die letzten Stunden waren jetzt offensichtlich entscheidend, dass er sich für diesen Schritt entschieden hat. Joe Biden zieht sich aus dem US-Wahlkampf zurück und empfiehlt seine Vizepräsidentin als neue Kandidatin. Was diese Entscheidung bedeutet, das klären wir mit unserem Auslandsressortleiter Peter Rajoni. Ich bin Sven Preger. Peter, du hast es gerade angedeutet, es gibt eigentlich so 2 Stufen dieser Entwicklung gestern Abend am Sonntag. Als erstes postet Biden auf X eine Erklärung. Er wollte eigentlich wiedergewählt werden, steht da drin, aber im Interesse des Landes und seiner Partei ziehe er sich jetzt eben doch zurück. Ist das aus deiner Sicht zu spät? Man muss ja sich schon gewahr werden, dass er ja 2020 gesagt hat, er sei ein Übergangspräsident. Man ging davon aus, dass er für 4 Jahre antritt und dann seine Nachfolge regelt. Das war dann mit dem Alter, das damals schon problematisiert wurde, irgendwie vereinbar. Und im letzten Jahr, also genau vor ziemlich genau einem Jahr, letzten Sommer, wurde überall sehr intensiv noch diskutiert, ob er nochmal antreten soll oder nicht. Das Alter wurde problematisiert als großes Risiko. Und er ist dann trotzdem angetreten, hat dann alle diese Debatten quasi beendet durch seine Mitteilung, dass er der Kandidat sein wird. Er war dann auch konkurrenzlos durch die Primaries gesegelt. Und damit verstummten quasi diese Diskussionen, auch letztlich resignierend, weil die Leute wussten, dass man kann nichts mehr ändern, es ist jetzt halt so. Und da wäre natürlich der beste Schritt gewesen, vor einem Jahr ehrlich zu sein und konsequent zu sein und sagen, nochmal von dann aus gesehen 5 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit in diesem Alter, da sollten wir die Nachfolge anders regeln. Jetzt kündigt er in diesem Schreiben ja an, sich im Laufe der Woche noch mal zu äußern, auch zu den Details. Meinst du, da kommt noch mal mehr als das, was sowieso offensichtlich auf dem Tisch liegt? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt, denn sein Statement lässt ja eigentlich die Erklärung völlig offen, warum hat er sich jetzt so entschieden. Er sagt nur, er hat das jetzt für Partei und Land getan. Er spricht nicht von sich selbst. Und das ist letztlich unerklärlich und man möchte gerne eine Erklärung hören von ihm. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen inkonsequent, denn der wirklich beste Schritt für seine Partei wäre gewesen, wenn er gleich sofort komplett zurückgetreten wäre, auch als Präsident, und damit die Person, die er ja unterstützt, gleich Präsidentin geworden wäre und Kamala Harris damit mit viel mehr Energie und mit den ganzen Ressourcen des Präsidentenamtes sofort in diesen neuen Wahlkampf hätte einsteigen können. Also es hat was Inkonsequentes und was Unerklärtes, dieses Statement. Und man würde gerne eine Erklärung von ihm hören. Ich habe aber ehrlich gesagt meine Zweifel, ob er da wirklich auf sein Alter jetzt und so
zu reden kommen wird. Das wird interessant sein. Ich habe mich darüber gewundert, ist jetzt zu viel, aber er macht das ja tatsächlich jetzt in Schriftform. Zum Beispiel nicht als Video, wo man auch nochmal Körpersprache, Mimik, Gestik, selbst wenn es gut durchdekliniert ist, aber es wären Zusatzinformationen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir im Akzent jetzt gerade nichts von ihm hören. Es gibt kein Video, es gibt keine Audioaufnahme. Korrigiere mich, wenn mein Eindruck falsch ist. Auf mich wirkt das so ein bisschen so wie jetzt in diesem ersten Schritt erstmal keinen Fehler machen. Wir geben ein schriftliches Statement raus, da haben wir die maximale Kontrolle. Deshalb machen wir das so. Oder ist das eine überinterpretierte Lesart bei mir? Man kann das so interpretieren, so quasi als defensive Maßnahme, dass nicht nochmal ein Fehler passiert. Ich habe aber ehrlich gesagt auch Verständnis. Es ist natürlich ein sehr hochemotionaler Entscheid und eine hochemotionale Ankündigung, dieser Verzicht, dass er da erstmal quasi das Tempo rausnimmt, indem er eine schriftliche kurze Anmeldung macht. Die Leute können das verarbeiten, er selbst kann es verarbeiten und dann nachher vielleicht in einem kontrollierteren Umfeld dann auch persönlicher, in einem persönlicheren Format wie Video oder Ansprache, Fernsehansprache, das dann so nochmal nachzuliefern, das Persönliche. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Das ist wahrscheinlich eine Kommunikationsstrategie, die durchaus sinnvoll ist. Jetzt hat er ja in den vergangenen Tagen auch noch Corona gehabt. Da spuken natürlich dann auch so ein paar Gedanken durch den Kopf. Ne? Also sorgt die Erkrankung dann nochmal dafür, dass es ein Momentum gibt, dass man die Entscheidung fällt? Oder gab es möglicherweise gar keine Erkrankung, sondern man hat die Tage genommen, um genau so eine Strategie aufzusetzen? Darüber ist aber wahrscheinlich gerade noch nichts bekannt. Ne? Wir wissen es nicht. Also die ärztlichen Erklärungen waren ja, dass er an Covid erkrankt war, aber mit milden Symptomen. Das deutet darauf hin, dass er nicht sehr eingeschränkt war, um diesen Entscheid zu fällen und durch diesen Prozess durchzugehen. Wenn man jetzt sagen würde, Covid war jetzt wirklich schlimm, wäre es dann letztlich auch konsequent gewesen oder es wäre eine Brücke gewesen, um gleich den kompletten Rücktritt anzukündigen und sagen, ich bin jetzt leider kurzfristig schwer erkrankt und muss das Amt übergeben an Kamala Harris. Das wäre letztlich auch eine Chance gewesen, um eben diesen Schritt für Partei und Land noch mal ein bisschen konsequenter umzusetzen. Weil die zweite Stufe, also nachdem die erste Erklärung in schriftlicher Form ist, die zweite Stufe war dann auch via X, es gibt eine Empfehlung zu sagen, also das Endorsement, bitte nehmt jetzt Kamala Harris als Kandidatin. Und darunter natürlich dann passend ist ein Bild von den beiden, wo sie als dynamisches Duo sich irgendwie noch mal platzieren. Ist sie jetzt die Wahl, weil sie dann doch die, ich weiß es nicht, naheliegende, pragmatische, einfachste Wahl ist? Es ist sehr interessant, dass Biden in diesem Statement betonte, dass er quasi mit der Wahl von Harris alles richtig gemacht hat. Also es gibt ihm ja gewissermaßen auch recht. Also es ist nicht nur eine Niederlage von ihm, dass er jetzt zurücktritt, sondern er kann das so dann darstellen, dass er eigentlich auch was richtig gemacht hat, indem er quasi eine gute, die beste Nachfolgerin schon vor 4 Jahren als Vizepräsidentin nominiert hatte und er quasi an sie übergeben kann. Ich glaube, das macht es ihm auch ein bisschen leichter, diesen Schritt darzustellen. Und es sprechen viele Gründe für Kamala Harris, obwohl sie ja, wie wir alle wissen, nicht sehr beliebt ist und keinen großen Leistungsausweis während ihrer Vizepräsidentschaft vorzuweisen hatte, sprechen sehr praktische Gründe für sie als neue Kandidatin. Wir haben gerade auch noch einen Akzent gemacht vor ein paar Tagen, in dem wir auch noch mal erläutert haben, warum sie es eigentlich nicht ist. Aber pragmatisch heißt wahrscheinlich trotzdem, also sie hat eine gewisse jetzt doch Amtserfahrung, die Demokraten kennen sie, man hatte schon mal eine Kampagne auf sie zugeschnitten, also wahrscheinlich ist das dann doch am einfachsten, oder? Es ist am einfachsten und sie ist auch am besten demokratisch legitimiert, weil die Demokraten haben ja jetzt schon ein Problem, sie haben die Primaries durch, der Biden wurde da mit überwältigenden Zahlen gewählt zum Kandidaten und man muss jetzt irgendwie eine Lösung finden, die zumindest den Anschein eines demokratisch legitimierten Entscheides hat. In dieser Beziehung steht Kamala Harris einfach am besten da, weil sie durch die ganzen Primaries ja auch bestätigt wurde als Vizepräsidentenkandidatin für die nächste Legislatur und damit schon sehr viel Legitimation erhalten hat, demokratisch abgestützt. Und das macht sie eigentlich macht den Wechsel am einfachsten, als wenn man jetzt jemand komplett anderes als Spitzenkandidat nehmen würde, der gar nie durch die Primaries gegangen ist, macht es schwieriger.
Wir sind gleich zurück. Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen. Wie ist denn sonst das Prozedere jetzt? Also die Primaries werden ja nicht wiederholt werden, sondern es wird jetzt durch den Demokratischen Parteitag im August dann gewählt? Oder wie ist das Prozedere? Es ist ziemlich unklar. Die einfachste Version wäre, wenn jetzt wirklich die Partei mit Biden sagen würde, es gibt keine Diskussionen mehr, Kamala Harris ist unsere Kandidatin, und Biden dann die Delegierten darum bittet, die Stimmen, die eigentlich für ihn eingelegt wurden, würden der Kamala Harris zu geben. Das wäre der einfachste Prozess. Und auch der eben am demokratischen am wenigsten zu kritisieren wäre. Und das ist ein Risiko, das die Demokraten haben. Die Republikaner und Donald Trump selbst haben ja sogleich eine Kampagne ergriffen und gesagt, das ist undemokratisch, was die Demokraten da machen mit ihrem Kandidatenwechsel. Also da kann man den Wind von der Kritik am besten wegnehmen aus den Segeln der Kritik, wenn man sagt, wir machen die Kamala Harris, die ist ja eigentlich absolut legitimiert durch diese Primaries. Allerdings gibt es auch innerhalb der Demokraten und bei führenden Demokraten Stimmen, die sagen, wir müssen sowas wie einen Auswahlprozess doch noch zumindest simulieren. Und diese Stimmen reagieren vermutlich auf Meinungsumfragen, die zeigen, dass auch die demokratischen, also die Anhänger der Demokraten sich nochmal irgendwie einen Auswahlprozess wünschen. Aber das müsste dann auf dem Parteitag selbst irgendwie gestaltet sein. Es ist nicht ganz klar. Es ist die Rede auch möglicherweise noch von Debatten, die man vorher führen möchte. Es wäre auch sehr riskant, jetzt nicht mit einer klaren Favoritin oder einem klaren Favoriten in diesen Parteitag zu gehen, weil wenn da noch wirklich dann offene Auseinandersetzungen losgingen und nochmal alle Zweifel an den Kandidaten nochmal durchdiskutiert würden, wäre das auch keine gute Basis, um da zu starten in diesen viel zu späten Wahlkampf, den diese neue Kandidatin oder der neue Kandidat dann machen muss. Von daher ist es ein Dilemma für die Demokraten. Es muss demokratisch legitimiert wirken. Dafür muss eine gewisse Auswahl da sein. Gleichzeitig kann man aber kaum das Risiko eingehen, da jetzt nochmal wirklich einen offenen Streit zu riskieren. Gleichzeitig braucht man wahrscheinlich auch die Geschlossenheit, um dann überhaupt noch eine Chance zu haben. Das bringt uns auch zu dieser Frage, sagen wir mal, Kamala Harris würde es werden. Schafft sie das noch? Also es sind dann ab Parteitag der Demokraten, das ist Mitte August, bis Anfang November, das sind keine 3 Monate. Also gibt es eine Chance darauf, den Wahlkampf zu gewinnen gegen Trump? Ganz schwierig. Wir hatten diese Situation noch nie, dass jemand in so kurzer Zeit einspringen musste. Und die historischen Beispiele, die wir kennen, wo relativ spät, aber schon früher, nicht mit so kurzer Zeit, der Präsidentschaftskandidat ersetzt wurde, die waren alle nicht erfolgreich in der amerikanischen Geschichte. Also es ist sehr schwierig. Und die Zeit ist extrem knapp. Also das ist eine Riesenherausforderung für die Kamala Harris. Die Optimisten in der Partei haben jetzt schon begonnen, schon in den letzten Tagen ihre Leistung gut zu reden. Also man hat sich sehr optimistisch gegeben und hat gemeint, sie habe jetzt in den letzten Auftritten eine sehr gute Performance gezeigt. Sie war sehr kämpferisch, sie war klar, sie war stark mit ihren Aussagen. Allerdings waren diese Aussagen eigentlich immer so, ich unterstütze den Joe Biden, er ist der beste Kandidat. Also auch das kann man dann nicht so gut jetzt als Empfehlung dann wirklich verwenden. Am Sonntagabend hat Joe Biden seinen Rückzug aus dem amerikanischen Wahlkampf bekannt gegeben und gleichzeitig seine Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Kandidatin vorgeschlagen. Was diese Entscheidung bedeutet, hat unser Auslandschef Peter Rajuni eingeordnet. Peter, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war der Akzent für diesen Montagmorgen. Das wird uns sicherlich im Laufe der Woche noch weiter beschäftigen. Produzent dieser Folge war David Vogel. Ich bin Sven Preger. Bis bald. Ciao.